Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Vortrag von Axel Schild heute Abend. Wir haben ihn überschrieben mit Engagement und Moral. Er ist der Auftakt zu unserem Jahr des 100. Geburtstags von Heinrich Böll. Heinrich Böll wird im Dezember diesen Jahres 100 Jahre alt und wir haben die Gelegenheit als Stiftung ergriffen, unseren Namensgeber entsprechend zu, ja, nicht nur zu ehren, sondern eben auch zu diskutieren. Und was wir hier in Berlin machen, ist nicht nur, dass wir eine Ausstellung, eine neu erarbeitete Ausstellung, die das Böll-Archiv in Köln erarbeitet hat, hier präsentieren werden. Wir haben uns auch entschlossen, eine Reihe, die heute Abend startet, zu organisieren, 100 Jahre Böll. Und zwar befasst sich diese Reihe mit Böll als öffentlicher Intellektueller, als kritischer Geist seiner Zeit, als engagierter Moralist und vor allen Dingen auch als Repräsentant seiner Generation, einer Generation, die ihre formative Phase durch den Krieg und durch den Nationalsozialismus erfuhr. Darüber werden wir heute Abend mehr hören. Ich begrüße ganz herzlich unseren Gast hier, Axel Schild. Axel Schild ist, wie ich finde, nicht nur einer der produktivsten Historiker der Nachkriegsepoche Deutschlands, der 50er, der 60er und auch der 70er Jahre. Er ist vor allen Dingen auch einer der originellsten. Er ist in Hamburg geboren, hat Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte, Literaturwissenschaft und Philosophie in Hamburg und in Marburg studiert. Er hat seine Dissertation über Querfrontkonzept in der Weimar, in der ausgehenden Weimarer Republik geschrieben. Ein Konzept, was übrigens auch heute wieder neu diskutiert wird, unter anderem auch hier in der Stiftung. Und er ist seit 2002 Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor an der Universität in Hamburg. Ich begrüße ganz herzlich Axel Schild. Ja, liebe Anwesende, zunächst möchte ich mich für die Einladung hierher herzlich bedanken, für die Einladung heute Abend über den Schriftsteller und auch über den politischen Menschen Heinrich Böll sprechen zu dürfen. Und natürlich vielen Dank, Frau Zepp, für die freundlichen Worte zur Einführung. Sie haben das Privileg, mich hier live zu erleben, so 20 Leute und millionenfach sind Sie natürlich mit dem Livestream dabei. Okay, ich habe in Vorbereitung meines Vortrags zunächst etwas spekuliert, warum und wie die Heinrich-Böll-Stiftung vor 20 Jahren zu ihrem Namensträger kam und welchen Heinrich Böll sie eigentlich für sich reklamiert hat. Ich vermute, vor Augen stand der Böll der Friedensbewegung, der sich gegen die massenmediale Erzeugung einer Moral Panic und gegen die Hatz auf sogenannte Sympathisanten wandte und dafür von der Bild-Zeitung bis zum späteren Bundespräsidenten Karl Carstens in widerlicher Weise verunglimpft wurde. Der Böll, der sich an Sitzstreiks gegen die Stationierung von atomaren Raketen beteiligte. Und der Böll, der prominente Dissidenten aus den realsozialistischen Ländern bei sich aufnahm und ihren Belangen eine breite Öffentlichkeit sicherte. Kurz vor Augen stand und steht auch einer allgemeinen Öffentlichkeit vor allem der späte Böll seit ungefähr seinem 55. Lebensjahr, sozusagen die Personifizierung des guten, moralisch integren Menschen, der, wie manche Kritiker leicht abschätzig schrieben, den Nobelpreis für Literatur 1972 in eben dieser Eigenschaft erhielt. Ich werde mich heute Abend mit dem
jungen Böll beschäftigen, also dem Böll etwa zwischen 30 und 45, dem Böll in seiner Aufstiegsphase zu einem der führenden Public Intellectuals der Bundesrepublik. In diesem Zusammenhang nur eine kleine Anmerkung zum Ankündigungstext auf dem Flyer, den Sie ja hier auch sehen, beziehungsweise den Titel, den Sie hier auch sehen, Engagement und Moral, das Nie wieder der Deutschen Nachkriegsgesellschaft, ist ja von Ihnen, von den Veranstaltern ausgedacht worden. Mehr oder weniger stimmt auch der Titel. Ich hatte auch gar keinen Grund, ihn nicht zu akzeptieren. Aber was ich anmerken will als Quellenbegriff, ich habe mich ja länger mit den 50er Jahren beschäftigt, taucht er bei den Zeitgenossen eher selten auf. Am ehesten noch beim Kampf gegen die Wiederbewaffnung, dieses Nie wieder. Aber auf dieses Thema würde ich Bölls Intervention nicht einengen. Es ist richtig, dass das Kriegserlebnis sein ganzes Leben und sein gesamtes literarisches und publizistisches Oeuvre bestimmt hat, aber eben nicht nur sozusagen im engen Sinne verstanden hinsichtlich seiner Intervention gegen Wiederbewaffnung und später gegen die atomaren Atombewaffnungspläne für die Bundeswehr. Das Kriegserlebnis brachte vielmehr hervor eine ganz allgemeine, dezidiert humanistische und tolerante Grundhaltung. Wenn man es darauf bezieht, glaube ich, ist es angemessen. Wenn man in der zeitgenössischen Semantik bleiben möchte, wären zwei andere Begriffe hervorzuheben. Der eine Begriff ist derjenige der Restauration, der 1950 von Walter Dirks in der linkskatholischen Zeitschrift Frankfurter Hefte eingeführt wurde. Restauration als eine Art Enttäuschungsbegriff, der ausdrückte, dass eine radikale Neuordnung des politischen und gesellschaftlichen Lebens, und das hieß also die Verbindung von sozialistischer Arbeiterbewegung und christlichem Engagement, nach Kriegsende ausgeblieben war und stattdessen eine spießbürgerliche Sekurität wieder wie vor 1933 das Denken der Menschen bestimmte. In dieser restaurativen Epoche, in der auch keine ehrliche Aufarbeitung der NS-Belastung möglich war, verortete Mann, und dieses Mann schließt eben Heinrich Böll ein, verortete Mann sich als, und das ist der zweite Begriff, als nonkonformistische Außenseiter. Der Nonkonformismus als kritischer Komplementärbegriff zur Restauration ist der zweite, sozusagen geradezu ubiquitär anzutreffende Begriff der 50er Jahre. Nonkonformismus zeigte keine politische Richtung an, sondern die Abgrenzung von der neuen bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft mit ihrer Doppelmoral. Ende der 70er Jahre wurde Böll von dem Publizisten Charles Schüttekopf die Frage gestellt, ob die ein Jahrzehnt zurückliegende jugendliche Revolte auch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu tun habe. Böll antwortete: Ja, ja, ich sehe den Zusammenhang ganz eindeutig. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, das vielleicht bildhaft zu erklären. Wenn Sie sich vorstellen, mit welch einem Pomp und mit welch einem Aufwand die Woche der Brüderlichkeit, also im Rahmen der christlich-jüdischen Zusammenarbeit, begangen worden ist, es war sehr feierlich. Aber darunter passierte nichts, weder in den Familien noch in den Schulen. Das war damit, mit der Woche der Brüderlichkeit und ihren Veranstaltungen, war das sozusagen erledigt. Jetzt haben wir unsere Pflicht getan, Schluss. Und da hat eben sowohl Verdrängung wie Heuchelei stattgefunden. Zitat Ende. Ich will an dieser Stelle gar nicht darüber urteilen, ob die Charakterisierung der frühen Bundesrepublik mit dem etwas vagen Begriff der Restauration angemessen war. Es geht mir hier nur um die Wahrnehmung der Zeitgenossen. Und Illusionen über die Beschaffenheit einer Gesellschaft können durchaus eine Produktivkraft für das eigene Engagement darstellen. Und das gilt eben auch für Heinrich Böll. Der Aufstieg Bölls begann, wie gesagt, direkt nach 1945. Sein erster Nachkriegsroman »Kreuz ohne Liebe« erschien 1946, als er 32 Jahre alt war. Letztlich nahm er hier die Auseinandersetzung mit der Kirche wieder auf, die bereits das Thema seines unbekannt gebliebenen Erstlings 1939 gewesen war. Nach ökonomisch schwierigen Anfängen mit zahlreichen kleinen Beiträgen, Kurzgeschichten, Hörspielen und Essays begann in der unmittelbaren Nachkriegszeit seine steile Karriere, die ich jetzt nicht in allen Facetten
und schon gar nicht literaturwissenschaftlich beleuchten kann und will. Ich beschränke mich auf einige wichtige Aspekte und möchte vor allem versuchen zu erklären, wie Böll sich in der frühen Bundesrepublik, in der Gesellschaft des Wiederaufbaus, also in der Ära Adenauer, kulturell und politisch positionierte und zu einem der führenden Intellektuellen des Landes aufstieg. Vielleicht nur eine Anmerkung zur Forschungslage. Leider gibt es bisher keine Biografie von Heinrich Böll, die auch nur annähernd geschichtswissenschaftlichen Standards genügt. Wie Sie wissen, ist der größte Teil des Nachlasses nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs in den Fluten des Rheins verschollen. Das lässt Historiker zögern. Wenn man aber nicht als Literaturwissenschaftler, sondern als Zeithistoriker über Heinrich Böll spricht, bedarf es zudem immer noch einer zusätzlichen Erläuterung oder vielleicht sogar Rechtfertigung. Erstens, die Romane der 50er und frühen 60er Jahre von Wolfgang Köppen, Martin Walser, Günter Grass und nicht zuletzt und vielleicht am besten Heinrich Böll drücken die Bewusstseinsformen und das Zeitgefühl derart markant und sinnfällig aus, dass Zeithistoriker nicht mehr darauf verzichten, sie in ihre Darstellung zu integrieren und ihnen sogar besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Dass einige Historiker dabei fiktionale Erzählungen etwas besserwisserisch mit der Ereignisgeschichte konfrontieren, zeugt nur von ihrer Ignoranz. Ich will aber keinen Namen nennen. Literarische Texte sind eben mitunter fantastische Quellen für subjektive Prozesse. Das gilt für Heinrich Böll in besonderem Maße, weil er in seinen Romanen und Erzählungen historische und zeitgenössische Texte stets reflektiert hat. Zweitens, Heinrich Böll war kein Schriftsteller, der sich mit der Herstellung von Belletristik begnügte. Zugleich war er ein engagierter politischer Publizist. Etwa ein Drittel seines Werks, das haben Germanisten ausgezählt, besteht aus Interviews, in denen er bisweilen brillierte. Auch seine literarischen Texte behandelten ihn bedrängende politische Fragen. Der Krieg, das Sterben, die Traumata der zurückkehrenden einfachen Soldaten, die von einer verantwortungslosen Führung des NS-Regimes geopfert wurden und die sich in der Nachkriegsordnung nicht zurechtfanden, bildeten einen Schwerpunkt seines Frühwerks, aber auch den Hintergrund seines späteren Schaffens. Das gesamte literarische und publizistische Engagement Bölls ist ohne die Kriegserfahrung überhaupt nicht zu verstehen. Aus einer katholischen Handwerkerfamilie stammend, sein Vater betrieb ein Schreinergeschäft, also einer Familie, die zum Milieu der Zentrumspartei gehörte und in der von Anfang an eine tiefe Abneigung gegen Hitler und seine Paladine herrschte, zeigte Heinrich Böll keinerlei Neigung zu militärischen Abenteuern. Schon die Straßengewalt der SA, dem, ich zitiere Heinrich Böll, Bodensatz des verkommenen Kleinbürgertums, Zitat Ende, stieß ihn ab. Das war sozusagen der klassenmäßige Abscheu des Gymnasiasten gegenüber dem Plebs. Er schaffte es auch, nicht Mitglied der Hitlerjugend werden zu müssen, aber nach dem Abitur 1937, einer nach 11 Monaten abgebrochenen Buchhändlerlehre, einem Jahr beim Reichsarbeitsdienst und einem gerade begonnenen Studium der Germanistik und klassischen Philologie an der Kölner Universität, wurde er im Sommer 1939 zur Wehrmacht einberufen und machte den gesamten Krieg mit, bis er am Ende in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet. Aus der Edition der Briefe, die er mit seiner 1942 angetrauten Frau Annemarie Zech wechselte, lässt sich herauslesen, wie sehr Heinrich Böll die Ankunft der Amerikaner und das Ende des Krieges herbeisehnte. Er sprach auch später häufig von der Re-Education-Generation, die nach dem Krieg von positiven Einflüssen alliierter Umerziehung geprägt gewesen sei. Aus den Briefen an seine Frau geht ebenso deutlich die Verachtung gegenüber den Schergen des NS-Regimes hervor, die Deserteure massenhaft erschießen und aufhängen ließen, während sie selbst ihre Flucht vorbereiteten. Nur nebenbei, dass der Journalist und Zeithistoriker Götz Ali in seinem damals viel diskutierten Buch Hitlers Volksstaat 2005 Heinrich Böll ein Dutzendmal erwähnte und als Beispiel für seine These
Verwandte, es seien nicht zuletzt die einfachen deutschen Soldaten gewesen, die sich an der Ausplünderung der besetzten Länder Europas beteiligten, grenzt hier an üble Nachrede. Ali nutzte die edierten Feldpostbriefe Bölls, um zu zeigen, wie brüchig das moralische Fundament auch eines später gerade wegen seiner humanen Haltung verehrten Intellektuellen in Wirklichkeit war. Aber Böll war noch längst kein Nutznießer des deutschen Raubkrieges. Nur weil er von Rotterdam aus ein Pfund Kaffee und von Paris aus 3 Pfund Zwiebeln, Damenschuhe und eine Nagelschere an seine Eltern in Köln schickte und dabei vom günstigen Umrechnungskurs profitierte. Der vom NS-Regime entfesselte Krieg hatte ihm vielmehr seine besten Jahre gestohlen. Er war kompromisslos gegen diesen Krieg und hat ihn nicht genossen. Böll selbst hat übrigens im Literaturmagazin 1979 eine bei Ali nicht zitierte Stelle sehr freimütig bekannt, dass die Soldaten der Wehrmacht alle, ich zitiere, potenzielle Diebe waren, die in ganz Europa geklaut haben, was eben möglich war, Zitat Ende. In seinen Feldpostbriefen hat er seine Skrupel in dieser Hinsicht durchaus reflektiert. Böll träumte 1945 die Träume einer jungen Generation, die eine völlig neue politische Ordnung aufbauen wollte, in der die Lügen keine Chance mehr haben sollten, die die Kriegspropaganda des Dritten Reiches charakterisiert und dieses überhaupt erst möglich gemacht hatten. Träume und Sehnsüchte, die nach dem Ausbruch des Kalten Krieges und nach der Gründung der Bonner Republik jäh desillusioniert, aber noch längst nicht abgegolten worden waren. Diese Erfahrung einer Enttäuschung, die auch Heinrich Böll als Restauration galt, bildete einen Schwerpunkt seines Oeuvres, wobei der Inhalt des Restaurierten, vor allem die Ökonomie, die Politik oder die Kultur gemeint war, oder handelt es sich beim Restaurierten um die 1920er oder 1930er Jahre, der Inhalt der Restauration, wie ich bereits erwähnt hatte, blieb vage. In einem Interview hat er 1967 seiner Enttäuschung darüber, dass es keinen radikalen gesellschaftlichen und politischen Wechsel gegeben hatte, beredten und, wie ich finde, auch bizarren Ausdruck verliehen. Ich zitiere das etwas länger. Heinrich Böll: Von einigen Ausnahmen abgesehen sind die Angehörigen meiner Altersklasse ja nicht dazu gekommen, Kommunisten zu werden. Sie haben diesen, wie ich finde, notwendigen geistigen Prozess versäumt. Ein Prozess, den ich aber nicht etwa als Turnübung verstehe, sondern der so vonstatten geht, dass einer tatsächlich Kommunist wird und es möglicherweise auch bleibt. Und ich führe das miserable politische Leben in der Bundesrepublik darauf zurück, dass nicht wenigstens einige von uns Kommunisten geworden und es auch geblieben sind. Aber meiner Altersklasse ist die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus die Chance und Gefahr, möchte ich sagen, ihm zugehörig zu werden durch Hitler und Stalin, sehr erleichtert und zu häufig erspart worden. Vielleicht wäre ich, solche hypothetischen Spielregeln erlaubt sich ja jeder hin und wieder, Kommunist geworden. Vielleicht bin ich ein verhinderter Kommunist. Ich möchte nur, dass dem Kommunismus in der Ausübung seiner Macht mindestens so viele Jahrhunderte Zeit gegeben wird, wie sie der Kapitalismus gehabt hat. Denn ich halte den Kommunismus immer noch für eine Hoffnung, für eine Möglichkeit des Menschen, sich die Erde untertan zu machen, ihr Ordnung zu geben, wobei wir übrigens meinetwegen auch das Wort Sozialismus gebrauchen können. Zitat Ende. Aber so wenig der Kapitalismus von Böll als Gesellschaftsformation analytisch erfasst wurde, so sehr handelte es sich bei der Enttäuschung über den nicht realisierten Kommunismus um eine recht unbestimmte Theodizee, die auch bei anderen Schriftstellern der Gruppe 47 anzutreffen war. Nebenbei gesagt, Arbeiter sucht man unter den Romanfiguren Bölls vergeblich. Allerdings meinte Heinrich Böll, ein Element der Restauration sehr genau erkannt zu haben. Als unter dem vatikanischen Triumphalismus der Nachkriegszeit und der rheinischen Bürgerlichkeit seiner Kirche leidender Katholik machte er den Klerikalismus, der ja tatsächlich das subjektive Ambiente der politischen Kultur in der Ära Adenauer in starkem Maße prägte, als wichtiges Hindernis gegen die Durchsetzung humaner Zustände aus. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens oder wäre ein Blick in die Hefte der DDR-Zeitschrift für Philosophie der frühen 60er Jahre, in denen etliche Aufsätze den, wie es hieß, Bonner Klerikalfaschismus
attackierten. Für kurze Zeit war das die meistgebrauchte Charakterisierung der Bundesrepublik in der DDR. Beleg einer eklatanten Fehleinschätzung also nicht nur Böll, sondern auch dieser marxistischen Philosophen. Denn was man fest im Sattel wähnte Anfang der 60er Jahre, trat tatsächlich gerade den Abstieg an. Gleichwohl, in dem meiner Meinung nach wichtigsten literarischen Werk Heinrich Bölls, dem Roman Ansichten eines Clowns 1963, sind ihm meisterhaft dichte Schilderungen des rheinisch-katholischen, bürgerlichen und kleinbürgerlichen Milieus in seiner bundesrepublikanischen Spätblüte gelungen. Die Auseinandersetzung mit dem Katholizismus ist insofern ein als weiterer und genuin zeitgenössischer Schwerpunkt des Frühwerks und das genannte Buch als dessen Höhepunkt und Abschluss zu identifizieren. Subkutan wirkte dieses Motiv weiter. Auch der späte Böll ist ohne diese stete Auseinandersetzung mit seiner Kirche nicht zu verstehen. In einem Interview äußerte er 1974, Zitat, und mein Verhältnis zur katholischen Kirche als Institution ist vergleichbar meinem Verhältnis zum Deutschsein. Ständige Spannung, ständige Ablehnung und Wissen, doch dazu zu gehören, unvermeidlich ganz gleich, ob da irgendwelche Inhalte, Formen, Glaubensgeschichten eine Rolle spielen. Zitat Ende. Mit diesem Zitat wird übrigens ein feiner Unterschied zur DDR-Propaganda, die ich eben erwähnt hatte, der frühen 60er Jahre gegen den rheinischen Klerikalfaschismus markiert. Bölls Kritik wurde nicht wie die von Kommunisten von der Zitadelle eines preußisch-deutschen Nationalismus aus artikuliert. Böll war vielmehr das deutsch-nationale und preußische genauso suspekt wie das bürgerlich-katholische. Hier stand er in der Tradition seines Elternhauses, denn der Konflikt mit den preußischen Usurpatoren im ersten und zweiten Kulturkampf des 19. Jahrhunderts einte milieuübergreifend alle katholischen Rheinländer. Dass der verkommene kaiserliche Feldmarschall Hindenburg den Staat an Hitler ausgeliefert hatte, passte in diese Sicht der Dinge ebenso wie die Bilder des Kölner Kardinals Josef Frings, der im Beisein von Bundeskanzler Adenauer am 10. Oktober 1956 in der Kölner Gerionskirche den ersten und nicht letzten Bundeswehrgottesdienst zelebrierte. Zurück zur Skizze des jungen Heinrich Böll auf dem Weg zu einem der führenden westdeutschen Intellektuellen in den 50er Jahren. Die Gruppe, auf die alle Siegermächte die größten Hoffnungen setzten, war die junge Generation, deren Angehörige aus den Kriegsgefangenenlagern in die Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften geholt wurden, wie etwa Hans-Werner Richter und Alfred Andersch, die zeitweise den legendären Ruf herausgaben. Auch Heinrich Böll und weitere Mitglieder der Gruppe 47, Böll erhielt übrigens die Einladung zu dieser Gruppe erstmals 1951, gehörten dazu. Sie waren nicht nur Jugend, sie stilisierten sich auch als Jugend, mit dem Schicksal, als Soldat in den Krieg gezwungen worden zu sein. Dazu gehörte auch die Konstruktion des Mythos eines Nullpunktes, einer sogenannten Kahlschlag-Literatur. Dass damit die unbewusste Verschleierung eigener Herkunft, Böll zum Beispiel hatte einen sehr konservativen Lektürekanon absolviert und die Ignoranz gegenüber den ins Exil gezwungenen Schriftstellern einherging, ist erst viel später literaturwissenschaftlich untersucht worden. Auch Heinrich Böll hat im Abstand von Jahrzehnten die Nullpunkt-Metaphorik für 1945 problematisiert und gefragt, ob die tiefste Zäsur nicht vielmehr 1939 oder sogar 1933 gewesen sei. Heinrich Böll war im Literaturbetrieb des Wiederaufbaus enorm produktiv. Nach statistischer Auswertung der produktivste Autor der Gruppe 47. Er veröffentlichte fast jedes Jahr einen Roman, zahllose Erzählungen, bei denen die zeitgenössische Verlags-PR immer wieder hervorhob, seine Kurzgeschichten seien an der modernen amerikanischen Short Story geschult. Er gewann zahlreiche Preise, darunter den Preis der Gruppe 47 1951, den Erzählerpreis des Süddeutschen Rundfunks 1953, den Preis der Tribune de Paris 1954, den Förderpreis des Kulturkreises der deutschen Industrie 1955 und so weiter und so weiter. Und er war mit Hörspielen und Features immer wieder im Radio zu hören.
Gerade die damals üppig bezahlte Tätigkeit beim Rundfunk war für Schriftsteller in den 50er Jahren existenziell wichtig. Von Anfang an schrieb Heinrich Böll vor allem Texte für den Kölner Sender, also den NWDR Köln bzw. dann WDR. Beim Rundfunk begegnete ihm Alfred Andersch, der ihn Hans-Werner Richter für die Gruppe 47 empfahl. Man kann sagen, das primäre Motiv dieses notwendigen Broterwerbs durch die gut dotierte Rundfunkarbeit, das galt auch für Heinrich Böll in hohem Maße, wobei er nicht immer in hoher Qualität produzierte, einfach weil er unglaublich viel produzierte. Das Glück für diese Leute, die im Rundfunk ihre Stücke unterbringen konnten, ihre Texte unterbringen konnten, war eben, dass im Rahmen der ARD, die auch seit 1951 bestand, eben diese Texte ausgetauscht wurden und die Tantiemen, die dann flossen, waren relativ lukrativ, sodass auch allmählich so etwas wie eine kulturelle Medienelite entstand. Alfred Andersch, der neben Walter Dirks wohl einflussreichste Kulturchef im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, schrieb 1953 an die Intendanten von Nordwestdeutschem und Süddeutschem Rundfunk, dass, ich zitiere, für wirklich erstklassige Feature-Manuskripte nur ein ganz eng gezogener Kreis von Autoren in Frage käme. Es seien in Deutschland höchstens 6 bis 8 Leute, mit denen es sich zu arbeiten lohnt. Und Andersch nennt dann Heinrich Böll, Wolfgang Hildesheimer, Wolfgang Köppen und einige weitere Schriftsteller aus dem Umkreis der Gruppe 47. Und ein Jahr später fügte Andersch dann in einem Brief an den Intendanten des NWDR, Ernst Schnabel, hinzu, ich zitiere, ich finde das meiste, was heute in Deutschland geschieht, grauenhaft und ich leide keineswegs an Verfolgungswahn. Verglichen mit Böll, Arno Schmidt, Henze und anderen meiner Freunde, mit denen ich mich über diese Fragen im Gespräch befinde, bin ich eher noch Optimist, Zitat Ende. Das zeigt also diese Umkreis der Gruppe 47, das war also mehr als ein Verein nur zum Austausch und zur Förderung junger Literaten, wie man am Beispiel dieses Rundfunkzugangs sieht. Und ich würde diesen Gruppenzusammenhang auch deshalb sehr betonen, weil es die Tendenz gibt, also auch Heinrich Böll gern als Einzelkämpfer, als einsamen Moralisten zu zeichnen. Aber so funktioniert die Arbeit der Intellektuellen nicht. Selbst diejenigen, die sich wie Ernst Jünger als solitäre Genies jenseits und über allen Gruppenzusammenhängen stilisierten, versuchten tatsächlich ihre kommunikativen Netzwerke zu spannen. Auch Schriftsteller mussten und müssen, um öffentliche Wirkung zu erzielen, sich in einem Verbund von Sinndeutern bewegen, waren und sind eben abhängig von der Anerkennung als interessante Autoren durch die literarische Szene. Und hier ist eben halt Böll auch nicht nur der als Einzelbiografie zu betrachten, sondern in einer Art von Gruppenbiografie. Über diese Gruppe 47 fand Heinrich Böll auch seinen Hausverlag, den Verlag Kiepenheuer und Witsch. Nur eine Anmerkung dazu, es gibt mittlerweile einige umfangreiche Werke über den Kiepenheuer und Witsch Verlag von Möller, so heißt der eine Autor, das sind ungefähr 1000 Seiten allein. Das ist inzwischen ganz gut ausgeforscht, da kommt auch Böll sehr, sehr häufig vor. Man kann dazu sagen, von Anfang an hat diesem Verlag etwas Doppelgesichtiges angehaftet. Also es auf der einen Seite Bücher von Bertolt Brecht, Karl Marx, Erich Kästner, Erich Maria Remarque und anderen namhaften Autoren. Das stand sozusagen für die seriöse intellektuelle Seite des Verlags. Und hier ist also Heinrich Böll das literarische Flaggschiff oder das Aushängeschild des Verlages. Zugleich war Kiepenheuer und Witsch aber auch über etliche Nebenverlage ein zentraler Vermittler für die kulturelle Offensive der USA gegen den Kommunismus und auch dubioser Bonner Propagandaschriften gegen die DDR. Dann aber auch wiederum zugleich ein Vermittler von einer liberalen Westorientierung gegen Tendenzen eines intoleranten abendländischen Antikommunismus, der
im Namen der Freiheit liberale Freiheiten angriff. Viele Intellektuelle engagierten sich in diesem Rahmen, etwa im 1950 gegründeten Kongress für kulturelle Freiheit. Heinrich Böll hat der Kölner Gruppe des Kongresses angehört. Heinrich Böll war auch dabei, als am 4. Februar 1956 eine Art demokratischer Feuerwehr, um Harry Pross in seinen Memoiren eines Inländers zu zitieren, gegen die politischen Angriffe von rechts gegründet wurde. Der schlichte Name dieser Vereinigung, Grünwalder Kreis, verwies auf den Ort des ersten Treffens in der Sportschule München-Grünwald, zu dem sich etwa 50 Interessierte einfanden, darunter auch Heinrich Böll. Und Hans-Werner Richter, der Impresario der Gruppe 47, schrieb an Böll, ich zitiere, ich meine, das Politische, so wie wir es auffassen, muss im Augenblick den Vorrang vor dem Literarischen haben. Zitat Ende. Die mediale Unterstützung der Aktivitäten, zum Beispiel ein regelmäßiger Pressedienst, wurde durch zahlreiche Redaktionen der Rundfunkanstalten, Zeitungen und Zeitschriften unterstützt, in denen die Mitglieder dieses Kreises tätig waren. Zugleich hielt Böll regelmäßig Vorträge im Rahmen der 1952 gegründeten christlich-jüdischen Zusammenarbeit sowie evangelischer und katholischer Akademien zu politischen Gegenwartsfragen. Er schrieb in diesen Jahren für ein breites politisches Spektrum von Blättern, von denen ich nur einige ganz wenige nennen möchte. Gedruckt wurden seine Beiträge in den führenden politisch-kulturellen Zeitschriften, in den Frankfurter Heften, im Merkur und im Monat, wobei manche seiner ersten Einsendungen übrigens jeweils abgelehnt wurden. Die intellektuellen Foren öffneten sich ihm vor allem mit der Anerkennung, die er in der Gruppe 47 sehr schnell fand. Seither aber reagierte auch das meinungsbildende Feuilleton, etwa der FAZ. Hier war sein Förderer Karl Korn und auch das Feuilleton der Zeit sehr respektvoll, wenn auch nicht überschwänglich. Seit 1954 schrieb Böll regelmäßig für das bei der Deutschen Verlagsanstalt erscheinende kulturelle Jahrbuch des Bundes der Deutschen Industrie mit dem Titel Jahresring, das Autoren sehr unterschiedlicher Herkunft einlud, von Ernst und Friedrich Jünger, Hans Egon Holthusen, Gerd Geiser, Arnold Gehlen und Hans Freier auf der Rechten bis zu Theodor W. Adorno, Alfred Andersch, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Hans Magnus Enzensberger, Peter Weiß und eben Heinrich Böll wieder auf der linken Seite. Außerdem verzichtete Böll nicht darauf, außerhalb des kulturpolitischen Mainstreams auch in kleinen und kleinsten Blättern zu publizieren. Er war etwa in den frühen 50er Jahren in der Zeitschrift Aufklärung vertreten, eine Zeitschrift, in der kritische Geister wie Adorno, Leo Kofler, Martin Buber und Boris Halbwachs schrieben und wo man sich vor allem an Gegnern wie den Brüdern Jünger und Karl Schmidt abarbeitete. Die Texte von Böll wurden auch in der von der 1955 in Hamburg gegründeten anderen Zeitung abgedruckt, neben denen von Wolf-Dietrich Schnurre, Michael Ende, Wolfgang Köppen, Erich Kästner, Peter Rühmkorff und anderen. Die andere Zeitung wurde verdächtigt, aus der DDR finanziert zu werden. Die SPD schloss deren linkssozialistische Herausgeber aus, die vorher die Parteizeitung Neuer Vorwärts redigiert hatten. Und die Romane und Erzählungen Bölls waren in den Ländern des Ostblocks sehr geschätzt. Mitten im Kalten Krieg wurde ja zwischen der Bundesrepublik und der DDR nur ein rudimentärer Literaturaustausch erhalten, aber Bölls Bücher gehörten dazu. 1956 erschien sein Roman »Wo warst du, Adam?« als Lizenzausgabe in der DDR. Auch in der Sowjetunion erzielten die Bücher von Böll bis zum Ende der 50er Jahre eine Auflage von fast 1 Million Exemplaren. Eine enge Verbindung unterhielt Böll zu den Werkheften katholischer Laien, die auch unter der Ägide von Walter Dirks standen, die als Organ linkskatholischer Selbstverständigung fungierten und die von Heinrich Böll auch finanziell unterstützt wurden. Ein weiteres Projekt und ein letztes Projekt, was ich erwähnen will, wurde auch von ihm finanziell sehr stark unterstützt und scheiterte, nämlich der Versuch, Anfang der 60er Jahre zusammen mit Walter Warnach, Herb Grieshaber und Werner von Trott zu Solz eine Zeitschrift mit dem Titel Labyrinth
zu etablieren. Sie brachte es nur auf 6 Ausgaben. Politisch irritierend bleibt der Inhalt, den Karl Amery als letzte große Anstrengung bezeichnet hat, die christlich-konservative Sache in Deutschland zu artikulieren. Heute würden wir das wohl eher als wertkonservativ bezeichnen, für Böll also sozusagen das Gegenteil zur bürgerlich-konservativen Menschenverachtung, die er mit dem Regime Adenauers verband. Das ist aber vielleicht auch ein weiterer Beleg dafür, Böll nicht simplifizierend als progressistischen Kritiker der Restauration zu vereinnahmen. Und dies hilft auch bei der Deutung der sogenannten Böll-Affäre beim Süddeutschen Rundfunk, die 1958 die Öffentlichkeit aufregte. Stein des Anstoßes war Bölls Brief an einen jungen Katholiken, den der neue Intendant des Süddeutschen Rundfunks, Hans Bausch, CDU, nicht in seinem Sender verlesen lassen wollte. Eine Lektüre des Manuskripts, das am 9. September 1958 um 20.45 Uhr über die Mittelwelle ausgestrahlt werden sollte, gibt eigentlich wenig Hinweise auf konkrete Gründe für diesen radikalen Eingriff. Böll wurde im Ansagetext vorgestellt als, ich zitiere, der einzige Künstler von Rang, der sein Werk mit der christlichen Verantwortung verbindet, Zitat Ende. Dies mochte von etablierter katholischer Seite bereits als Provokation aufgefasst worden sein. Der Brief selbst handelte von den angeblichen sittlichen Gefahren, gemeint waren sexuelle Kontakte in besetzten Gebieten im Zweiten Weltkrieg, vor denen seine Generation junger Lanzer angeblich hatte bewahrt werden sollen. Und was Böll aufregte, dass Geistliche dabei halfen, dieses zu verhindern, aber nicht eben die Sinnlosigkeit des Krieges insgesamt thematisierten. Das mochte natürlich als anstößige Kritik an der Amtskirche erscheinen, noch mehr aber vielleicht auch die Schlusspassage, in der Böll monierte, dass selbst religiöse Entscheidungen wie die des Gewissens zu politischen gestempelt würden. Eine Mehrheit des Rundfunkrats plädierte dafür, den Text abzusetzen, obwohl zahlreiche Schriftsteller öffentlich protestierten. Das ist eine jener frühen öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Intellektuellen und den tonangebenden Leuten in den Medien. Die Auseinandersetzung mit dem bürgerlich-konservativen katholischen Milieu verband sich bei Heinrich Böll mit der Kritik des für ihn auffälligsten sozialpsychologischen Charakterzuges im emsigen Wiederaufbau der Westdeutschen, des Konsumismus. In den gewerkschaftlichen Monatsheften, also auch hier publizierte er, hielt er in einem Essay mit dem Titel Hierzulande 1961 apodiktisch fest, wir sind ein Volk von Verbrauchern. Die Kritik der Ausgeliefertheit des durch den Konsum außengeleiteten, manipulierten Menschen, des Konsumterrors, der Begriff wurde eben nicht erst 1968 geboren, bestimmte die gesamte Zeit, die gesamte Kulturkritik der Zeit um 1960 bereits, von Enzensberger links außen bis Friedrich Sieburg rechts außen und eben Heinrich Böll war dabei. Aber es waren nicht die elitären Untertöne der Konsumkritik, welche die Stellungnahmen aus dem konservativen und dem linkskritischen Spektrum grundsätzlich unterschieden. Differenzen ergaben sich vielmehr in der Bestimmung dessen, was der Konsumismus gefährdete oder vernichtete. In Heinrich Bölls Roman Ansichten eines Clowns heißt es, ich zitiere, die Nachbarhäuser durch zweispurige Einfahrten und breite Rabatten getrennt. Kränklich der Widerschein der Fernsehapparate. Da wird der heimkehrende Gatte und Vater als störend empfunden, wäre die Heimkehr des verlorenen Sohnes als störend empfunden worden. Kein Kalb wäre geschlachtet, nicht einmal Hähnchen gegrillt worden. Man würde schnell auf einen Leberwurstrest im Kühlschrank verweisen. Zitat Ende. Während bei Böll also die Gefährdung des Humanen, der Mitmenschlichkeit in der entfremdenden Konsumgesellschaft in den Mittelpunkt gerückt wurde, betonte der konservative Schriftsteller Gerd Geiser zwar ebenso wie Böll die Oberflächlichkeit der menschlichen Beziehungen durch den Konsumismus, aber die Konsequenz war eine andere. In Geisers wichtigsten Roman Schlussball 1958 findet sich der zentrale Satz, dass die Konzentration auf Geld und Konsum verhindere, Zitat, dass man ein Gefühl für oben und unten behält, vor allem in Zeiten, in denen alle schwimmen, Zitat Ende. Ich habe jetzt hier diesen Gerd Geiser, den heute niemand mehr kennt, vielleicht auch zu Recht, deshalb kontrastierend zitiert, weil sich um ihn und Böll eine Konkurrenzgeschichte rankt, die auch noch genauer aufgeklärt werden müsste.
Geiser, Jagdflieger in der Luftwaffe des Dritten Reiches, der durch unsägliche NS-Kriegslyrik aufgefallen war, galt in den 50er Jahren nämlich als ein Autor der vorderen Reihe der deutschen Gegenwartsliteratur, war hoch respektiert und es erschien den liberalen und linken Intellektuellen möglich, dass er tatsächlich die Nummer 1 der westdeutschen Literatur werden könnte. Seine beiden bekanntesten Romane, Die sterbende Jagd 1953 und Schlussball 1958, erschienen im Karl-Hanser-Verlag und erhielten viele positive Besprechungen. Im konservativen Feuilleton fand Geiser zahlreiche Lobredner. Ernst Jünger gehörte zu seinen Fürsprechern. Auch im Merkur wurde am Anfang etwas gehypt. Und eben dies, so die literaturhistorische Pointe, ebnete Heinrich Böll den Weg zum Aufstieg bis an die Spitze der Literatenrangliste. Marcel Reich-Ranicki erinnerte sich in einem Interview 1989, ich zitiere, wir, die wir zu Bölls Ruhm beigetragen haben, sahen keinen anderen Ausweg. Es gab keinen anderen. Die konservative Kritik wollte Gerd Geiser zur Galionsfigur der Literatur machen, den antisemitischen, ex-narzisstischen Schriftsteller. Das konnten wir nicht zulassen. Wir haben uns auf Böll als Gegenkandidaten geeinigt. Es gab andere, die besser waren, aber sie waren nicht geeignet. Böll hatte das Schicksal eines durchschnittlichen Deutschen, der Soldat gewesen war, und er stellte etwas dar. Außer Böll kam für diese moralische Position niemand in Frage. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund ist dann auch die vernichtende, nicht nur die zahllosen Stilblüten des Ernst Jünger-Adepten Geiser aufspießende, sondern auch den politisch-weltanschaulichen Kern benennende Kritik anlässlich von dessen neuen Roman Ampassnas Skendo 1960 von Walter Jens in der Wochenzeitung Die Zeit zu lesen. Ich zitiere, Gerd Geiser als unbelehrbaren Nationalsozialisten zu denunzieren, wäre nicht minder abwegig, als zu leugnen, dass sein Gesamtwerk im Zeichen einer romantisch-völkischen Betrachtungsweise steht, die antisemitisch getönt im Namen des Reinen und Echten argumentiert. Danach war Gerd Geiser erledigt und fand kaum mehr Resonanz, während Heinrich Böll kurz darauf sogar auf dem Titelbild des Spiegel erschien, Nummer 50, 1961, und in dieser Titelstory wurde er als Deutschlands erfolgreichster Nachkriegsautor gefeiert. Dort heißt es, Heinrich Böll ist nächst dem Kölner Konrad Adenauer der zweitwichtigste Beitrag des katholischen Rheinlands zu dem Bild, das sich die Welt von Deutschland macht. Zitat Ende. Übersetzungen seiner Bücher erschienen mittlerweile in 18 Ländern und er gelte so wiederum der Spiegel als der bislang einzige Nachkriegsautor mit einem nachhaltigen Erfolg über die speziell literarisch interessierten Zirkel und über die deutschen Grenzen hinaus. Er ist der repräsentative Schriftsteller der Bundesrepublik Adenauers. Zitat Ende. Auch in diesem Artikel klang im Übrigen an, dass die vom verehrten Autor produzierte Literatur nicht unbedingt als genialisch zu bezeichnen sei. Er selbst, die Person Bölls, sei es, die als bester Interpret seiner Werke wirke. Er strahle, ich zitiere, Ernst und Fassung aus, Anstand und Solidität. In den frühen 60er Jahren dann verzweigten sich die Wege der mittlerweile politisierten Nonkonformisten der Gruppe 47. Während Alfred Andersch, Hans Magnus Enzensberger, Peter Weiß und Martin Walser mehr oder weniger zeitweise nach links außen gingen und Günter Grass wie auch Hans-Werner Richter der Sozialdemokratie treu blieben, mochte sich Böll nicht fraktionell positionieren. Ein Engagement für die SPD wäre sozusagen schon habituell nicht denkbar gewesen. In den Briefen mit Andersch oder Enzensberger, die ihn wie die meisten näher bekannten Kollegen freundschaftlich mit Hein anredeten, also lieber Hein beginnen diese Briefe dann immer, wird die gemeinsame Position gegen die Adenauer Republik deutlich, zugleich aber die Unterschiede der politischen Ziele darüber hinaus. Also Böll konnte sich sozialistischen Utopien nicht anschließen. Gerade die linke Überparteilichkeit aber, die er erhielt, der moralisch fundierte Widerstand gegen die Aushöhlung von Freiheit im Namen der Sicherheit, rückten Heinrich Böll dann Anfang der 70er Jahre öffentlich wieder ganz nach vorn, als ihn, der 1972 den Literaturnobelpreis erhielt, die Themen der inneren Sicherheit, übrigens ein erst zu jener Zeit erfundener Begriff, vor allem der Medienhetze gegen angebliche Sympathisanten des Linksterrorismus derart bedrängten, dass er sich noch einmal in das öffentliche Getümmel warf. Dabei blieb er seinen Anfängen treu.
Irrlichtern der Konversion, wie bei Martin Walser oder Hans Magnus Enzensberger, die eine Person für manche Biografen erst interessant machen, war nicht seine Sache. Er blieb bei seinen moralischen Grundüberzeugungen gegen Gewalt und Militarismus, gegen Fremdbestimmung durch Medienmanipulation und Konsumidiotie, gegen kirchliche Gängelung und Obskurantismus, die sein Werk seit den 50er Jahren geprägt hatten. Und er verkörperte dies in sympathischer Weise als der, wie es der Politikwissenschaftler Iring Fetscher einmal formuliert hat, von allen zeitgenössischen deutschen Dichtern bescheidenste und uneitelste. Für mich als Historiker ist er nicht nur der repräsentative Schriftsteller der Ära Adenauer, wie es der Spiegel 1961 formulierte, sondern der Ausdruck des Positiven an der alten Bundesrepublik, die ohne ihn, wie Jean Améry einmal festhielt, ein schwächer entwickeltes moralisches Bewusstsein gehabt hätte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Schild, für diese nicht nur ein Zeitporträt, sondern am Schluss auch noch etwas, was ich interpretieren würde, auch wirklich eine moralische Aufgabe für diese Stiftung. Denn das hat uns nochmal erinnert, warum wir diesen Namensgeber haben. Ich habe noch eine Bemerkung oder beziehungsweise auch eine Frage nochmal an Sie. Und dann haben Sie natürlich auch Gelegenheit zu Kommentaren, Rückfragen und Anmerkungen. Sie haben nochmal diese Generation der Kriegsjugend, die sich selber als Jugend auch nochmal stilisierte, erwähnt. Sie haben auch erwähnt, dass es eigentlich wenig Bezug gab auf die Emigranten bzw. auch die Remigranten und dass diese Stunde Null ja eigentlich auch ein Konstrukt genau dieser Generation war. Mein Verdacht ist auch ein bisschen, den ich auch aus eigener Erfahrung, glaube ich, nachvollziehen kann, ist, dass Böll ja gerade in seinen ersten Verarbeitungen der Kriegserlebnisse in den Short Stories und so weiter eigentlich eher eine Stimme war, auch für die nachfolgende Generation und weniger für die eigentlichen Kriegsteilnehmer, die teilweise auch dieses Thema gar nicht mehr hören wollten, sondern es war, und das war auch, muss ich ehrlich zugeben, auch ein bisschen der Impuls, mit diesem Nie wieder etwas im Titel zu spielen, weil es natürlich, also die Generation, die danach kam und die eben dieses Nie wieder geprägt hat, angesprochen hat. Okay. Ja, ich glaube, man kann diese ganze Konstruktion von Jugend, einer Generation, einer Jugendgeneration gar nicht verstehen, ohne das in einem längeren Ablauf auch zu sehen. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass in Deutschland so etwas wie eine Jugend stilisiert wird, die gar nichts mit Alterskohorten zu tun hat. Also Böll, Jahrgang 1917, ist 1947 30. Okay, Spätjugendlicher. Andere aus der Gruppe 47 sind noch viel älter, also sind Jahrgang 14 oder 1908 oder sonst was, wenn man sie sich anschaut. Aber wir haben das ja in der Geschichte, in der deutschen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts ja mehrfach. Also nicht nur bei dem Wandervogel-Leuten 1913 Hoher Meißner, sondern das ist auch natürlich Ende der Weimarer Republik, dieser Jugendmythos, also mit uns zieht die neue Zeit, das ist ja nicht nur also etwas von Altersgehorte, wer zu ihnen gehört, sondern wer dieses Gefühl teilt. Und das wird tatsächlich hervorgebracht, wenn man es soziologisch nehmen würde, von männlichen Leuten ungefähr um 30, die, und das ist die Bedingung, die müssen Soldat gewesen sein. Also das ist also der Jugendbegriff nach dem Zweiten Weltkrieg, den die Leute haben, das ist das Soldatentum. Und dann gibt es Leute wie Alfred Anders, die das auch noch europäisch verklären. Also dann gleich ein ganzes neues Europa daraus machen, eine europäische Jugend. Ich weiß nicht, Ihre Frage ist natürlich sehr interessant, aber ich glaube, ich wüsste sie im Augenblick nicht forschungsmäßig zu beantworten, wer nun also tatsächlich real da angesprochen worden ist. Ich meine, Böll hat schon sein Publikum gehabt.
Also seine Geschichten sind ja auch in den Schulen dann sehr schnell, also wahrscheinlich, weil sie auch so schön griffig und kurz waren, sind ja in die Lesebücher gewandert. Also er hatte schon Einfluss, aber es ist eigentlich, also ich kenne keine einzige Arbeit, die das sich mal bemüht hätte, also die Rezeption in der Weise altersmäßig aufzuschlüsseln. Nur wie gesagt, also hier geht es nicht um Jugend im Sinne also von Altersgehorten, die genau bestimmt wären, sondern um die Konstruktion einer Generation aus einem Gefühl heraus. Und natürlich gibt es dann einzelne, wie gesagt, so einzelne Stücke, die eigentlich bei allen dann vorkommen müssen. Also wer nicht Soldat war, der gehört nicht dazu. Aber wer zum Beispiel Offizier war, der gehört auch nicht dazu. Es ist der einfache Soldat, der in relativ jungen Jahren den Krieg mitgemacht hat. Gibt es von Ihrer Seite jetzt Fragen, Anmerkungen? Ja, wir haben ein Mikrofon hier. Ich habe zwei Fragen, wenn es geht. Die erste, wenn er Sehnsucht nach Kommunisten hatte und der Konsumismus ihm überdrüssig war, stand das jemals zur Debatte, in den real existierenden Sozialismus überzusiedeln? Nein. Also vielleicht haben Sie auch bei dem Zitat gemerkt, er sagt ja am Schluss, Sie können auch Sozialismus zu dem Ganzen sagen. Also das ist nicht der Kommunismus, den die realsozialistischen Länder irgendwie vertreten. Also da hat er immer Abstand gehalten, aber was auch bei ihm eben war, er wollte kein kalter Krieger sein. Er war, glaube ich, der Erste, der als deutscher Schriftsteller nach Polen gereist ist. Er war 56, glaube ich, zum ersten Mal in Polen. Da war uns kein Mensch, also kein Politiker aus Westdeutschland wäre in Polen gewesen. Also das heißt, Frieden, auch das, was später Egon Bahr als Sozialdemokrat 1963 in der Formel von dem Wandel durch Annäherung ausgedrückt hat, den man herstellen könnte. Da könnte man ihn natürlich in der Richtung ein wenig einordnen. Also das ist sicherlich auch sein Gedanke gewesen, dass man durchs Gespräch, durch Verständigung auch natürlich so diktatorische Dinge unter Umständen unterminieren könne. Sie hatten eine zweite Frage. Ja, genau. Sie hatten gerade zwischen Soldaten und Offizieren differenziert. Ich frage mich, ob es noch eine zweite Differenzierung gibt, ob es Leute waren, die im Osten waren oder die in dem drolligen Krieg, wie die Franzosen ihn nennen, waren. Das heißt, ich würde mal ganz vulgär psychologisch vermuten, dass Restaurationskritiker eher im Westen tätig waren, während die im Osten, ich bin direkt nach dem Krieg geboren und habe unter Wracks bin ich aufgewacht, dass die sich Restauration und Heimatfilme geradezu wünschten, weil sie von anderen Sachen kaum träumen konnten. Gibt es da einen Trend? Nein, ich glaube, dass die Biografien sind so buntscheckig und wer im Zweiten Weltkrieg war, und das gilt auch für Heinrich Böll, war häufig nicht nur an einer Front. Also Heinrich Böll war in Brüssel, war in Paris, war aber auch im Osteuropa. Also insofern, das sind dann wahrscheinlich andere Erlebnisse, die zu anderem führen und auch andere Traditionen, aus denen man kommt. Aber ich glaube nicht, dass man das ableiten kann von bestimmten Erlebnissen, ob man also jetzt im Westen, wie Sie sagen, also im relativ, sagen wir mal, zivilisierten Zuständen in dem Krieg war, wenn man davon überhaupt sprechen darf, und nicht dem Vernichtungskrieg im Osten. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich wollte gerne fragen, sehen Sie vielleicht auch Parallelen, also es ist vielleicht ja, so der 50er Jahre zum Tauwetter, weil ich mich gerade auch damit beschäftige und von dem, was Sie gesagt haben, so Gruppe 47, da sehe ich auch in den einzelnen Künstlerverbänden oder Schriftstellerverbänden da auch ganz ähnliche Tendenzen, die natürlich irgendwie in der Sowjetunion anders gelagert sind. Aber ja, da wollte ich die Frage gerne. Oder Ihre Einschätzung. Fragen Sie nach dem
Ja, ich habe es jetzt nicht ganz also verstanden. Ich beschäftige mich ein bisschen mit dem Tauwetter ja, okay. und meine, dass es da Parallelen gibt. Ich weiß nicht, inwiefern. Ah, okay, also das ist in der Sowjetunion, genau. Also er hat natürlich, er hat sowjetische Schriftsteller nicht erst als Dissidenten in den 70er Jahren kennengelernt. Er hat sie schon in den 50er, 60er Jahren kennengelernt. Auch über natürlich, das sind alles Dinge, die ich jetzt überhaupt nicht erwähnt habe, wie etwa Kontakt über den Schriftstellerverband. Auch im Pen-Club, seine Aktivitäten und so weiter. Also das heißt, ihn hat durchaus also die osteuropäische, speziell die russische und polnische Literatur immer sehr beschäftigt. Und also wie gesagt, mehr weiß man auch eigentlich nicht darüber, also wie er jetzt in der ganz frühen Zeit in den 50er Jahren, wie er das jetzt genau rezipiert hat, aber er ist auf jeden Fall, er ist einer der Ersten, die überhaupt drüber gehen und das hatte ich glaube ich erwähnt in einem Halbsatz, seine Auflage in der Sowjetunion bis Ende der 50er Jahre ist unglaublich hoch und das ist natürlich zu erklären daraus, dass für die Sowjetunion diese Art von Literatur, die Böll produzierte, also diese Kriegsrückblicke literarisch, die waren sozusagen, die wurden in der Sowjetunion dann auch gerne rezipiert und vermittelt nach dem Tauwetter, also vorher ja nicht. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank für einen schönen Vortrag. Ich habe eine Frage zu Böll als Repräsentant der Adenauer-Republik. Habe ich Sie richtig verstanden, dass es eigentlich mehr ein diskursives Ereignis war? Das Reich-Ranitzky-Zitat spricht ja sehr dafür. Auch wenn der Spiegel jemanden auf die Titelseite setzt, ist es eben auch ein Machen, ein Produzieren eines Repräsentanten. Sah Böll sich denn überhaupt als Repräsentant? Ich weiß, es gab ja Alternativen. Thomas Mann war jemand, der genau als Repräsentant stolzierte durch die Welt und sah sich als der Repräsentant des besseren Deutschland. Wenn ich richtig sehe, war Böll jemand, der sehr skeptisch eigentlich gegenüber dieser Rolle eines Repräsentanten war. Das ist der eine Teil der Frage. Und die andere Frage, der öffentliche Intellektuelle, wie verhält er sich zu dieser schwierigen Frage zum Repräsentanten? Ist das auch ein diskursives Ereignis oder hat er sich selber als öffentlicher Intellektueller gesehen? Ich denke daran, vielleicht der Höhepunkt der jungen Bundesrepublik für mich, der ich in den 60er Jahren in die Schule gegangen war, der Höhepunkt Brandt, 71 Friedensnobelpreis, 72 Böll, Literaturnobelpreis, 70 treten Brandt und Böll im Stuttgarter Schriftstellerkongress zusammen auf dem Podium auf. Da sind wir mal ganz dicht an dieser Frage, der öffentliche Intellektuelle, der im Zentrum der Macht neben dem Bundeskanzler sitzend ist. Das hat sich dann sehr schnell mit Schmidt geändert. Dann kommt der Böll der Friedensbewegung, auf den sich die Grünen sehr stark dann beziehen. Aber eben diese Frage des Repräsentanten auf der einen Seite und die Frage, ist er jemand, der sich selber als öffentlicher Intellektueller verstanden hat und kann man ihn auch so bezeichnen, zeitgeschichtlich betrachtet? Okay, also für die spätere Phase, die habe ich ja jetzt gar nicht behandelt. Da würde ich sagen, wäre es ein bisschen kokett, wenn er sich selber nicht so gesehen hätte, also mit dem Literaturnobelpreis im Gepäck und so weiter. Für die Phase, sagen wir mal, bis in die 60er Jahre hinein, sieht er sich eher als jemand, der in einem Sinndeuter-Kollektiv mit anderen Kollegen unterwegs ist. Und er ist sicherlich ein, das ist schon vom Spiegel vielleicht, naja, der Spiegel übertreibt immer, oder also in seinen Nuancen, dann hat ja auch der Spiegel und Augstein persönlich haben ja auch die Gruppe 47 immer versucht zu hypen, wurde ihnen ja auch dann mit dem Protesttelegramm umgehend gedankt, als der Überfall auf die Spiegelredaktion war 1962. Ich würde mal sagen, Böll, übrigens auch noch eins, der Begriff öffentlicher Intellektueller oder Public Intellectual war in den 50er Jahren gar nicht vorhanden. Also schon mal, ich hätte ein Quellenproblem, jetzt ihn dort ausfindig zu machen, sondern da hat man dann eher gesagt, wer ist also irgendwie politisch wirksam oder man hätte sich wahrscheinlich etwas umständlicher ausgedrückt. Und Böll hat nie von sich aus, also da irgendeinen Anspruch erhoben. Das wäre sozusagen tatsächlich gegen sein
ganzen Habitus gewesen, also von Bescheidenheit und nehmt euch nicht so wichtig und ich nehme mich auch nicht so wichtig. Andererseits, er hat sich jetzt auch nicht antiautoritär dagegen gewehrt, wenn er als solcher bezeichnet wurde. Das ist ja auch, ich meine, ist klar, er musste auch von seinem, er war professioneller Schriftsteller und Publizist, er musste ja auch leben von dem. Also wenn er sich jetzt irgendwo in die Einsamkeit verkrochen hätte, wäre es wahrscheinlich schlecht gewesen für ihn und für die Familie, die er zu ernähren hatte, nicht? Also das wäre sicherlich auch nicht gewesen. Und insofern kann man das dann eher aus den einzelnen Betätigungen, die er macht, dann herauslesen. Also er ist dabei, als es gegen die Atomrüstung geht, 58, er ist dabei, als die Schriftsteller diese Intervention machen mit dem alternative Band, den Martin Walser herausgibt. Ich glaube übrigens, da war es so, dass erst Böll das machen soll, der hatte dann keine Zeit oder sowas irgendwie, müsste ich nochmal nachgucken. Aber er ist dann auch dabei in den Auseinandersetzungen der Intellektuellen bei der Spiegel-Affäre, bei dem Kampf der, oder sagen wir mal, der Abwehr von den Angriffen von Ludwig Erhard gegen die Pinscher und Uhus, mit denen er ja auch gemeint war. Also da ist, und er hat, wie gesagt, ich habe ein paar solche Dinge ja nur erwähnt, also seine Querelen, die er im Rundfunk hatte, die er auch, also das ist auch nicht der einzige Fall, das ist nur der größte Skandal mit dem Brief an einen jungen Katholiken. Also da gibt es noch einiges mehr. Insofern würde ich sagen, er ist gemacht worden, und das ist vielleicht auch ein bisschen witzig, ich weiß auch nicht, ob das übertrieben ist. Ich habe zu diesem Reich-Ranitzky-Zitat habe ich auch jetzt nichts anderes gefunden, also keine weiteren Stimmen, die das unterstützen. Aber ich habe mir so ein bisschen, kann man sich zurechtreimen, wenn man also auch Gerd Geiser mal gelesen hat und dass tatsächlich also diese Gefahr wohl bestanden hat, dass der als großer deutscher junger Nachwuchsschriftsteller da den Markt beherrschen sollte, dass da Leute einen Schreck gekriegt hatten und dann gesagt haben, nee, jetzt unterstützen wir Böll, auch wenn sie gar nicht mehr viel sonst mit ihm zu tun hatten. Kann ich nachvollziehen. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Zwei Nachfragen habe ich. Das eine zu der Frage der Generation, der Soldatengeneration. Es gab ja auch noch, was dann auch zumindest hier in Berlin in der Entwicklung der Parteien eine Rolle spielte, die Hitlerjugendgeneration, die zweifellos etwas jünger war und sie brachten das meistens nicht zu Soldaten, sondern zum Flakhelfer. Aber gegen diese Generation gab es ja ausgesprochene Vorbehalte. Also ich denke hier in Berlin an die Wiedergründung der SPD, wo die Älteren von 33 ausgesprochen misstrauisch waren gegenüber dieser Hitlerjugendgeneration, die dann teilweise in die SPD eintreten wollte und große Schwierigkeiten hatte, 45, 46, 47. Und welche Rolle, wie kann man die absetzen, die Hitlerjugendgeneration von der Soldatengeneration für die Generation, für die Böll steht? Und die zweite, die Differenz zu den Offizieren habe ich nicht ganz verstanden. Es gab ja auch die Offiziere, die dann auch eine Generation darstellten, und da gab es merkwürdige Gemeinsamkeiten von Franz Josef Strauß zu Helmut Schmidt, die alle doch der Meinung waren, wer das nicht mitgemacht hat, der kann gar nicht mitreden und so. Das hat Helmut Schmidt noch bis zuletzt gesagt. Und die zweite Nachfrage, wenn ich die noch anfügen kann, dass es kam für Böll nicht habituell in Frage, in die SPD zu gehen, habe ich nicht ganz verstanden. Es gab ja in dieser Zeit, in den 50er Jahren, die Gesamtdeutsche Volkspartei, und die führenden Leute der Gesamtdeutschen Volkspartei, die entsprachen dem Habitus ungefähr, mit Ausnahme der Konfession,
vielleicht, die auch Böll hatte, und die machten ihren Frieden mit der SPD und traten alle in die SPD ein, dann Ende der 50er Jahre. Ist da habituell, das kann das ein bisschen genauer erläutert werden, was das meint und die Differenz zu jetzt Heinemann, Eppler, Johannes Rau und so ausmacht. Das gesprochene Wort. Also ich, wenn ich darüber etwas schreiben würde, würde ich bei dem Habituell vielleicht auch nochmal nachdenken. Aber in einem haben Sie selbst einen Hinweis gegeben. Also die konfessionelle Seite ist sowas unglaublich Wichtiges noch in den 50er Jahren, was man sich irgendwie heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann. Weil insgesamt, also die konfessionelle Zugehörigkeit insgesamt keine Rolle mehr spielt, also keine große Rolle mehr spielt. Aber in den 50er Jahren ist das völlig anders, und da würde ich sagen, da gibt es auch richtig, wenn ich das so vor mir sehe, unglaubliche Unterschiede. Wenn Sie da den protestantischen, aus Essen stammenden Gustav Heinemann sehen und auch die jüngeren Leute, Rau und Posser und so weiter, die dazugehörten, und die Leute, die wie Böll, aber auch einige andere Schriftsteller der Gruppe 47, die aus dem kölnisch-katholischen Rheinland stammten. Das waren andere Leute. Und es ist ganz interessant, übrigens zeitgeschichtlich völlig unter allen Decken verborgen, es hat wirklich etliche Konversionen gegeben von evangelischen zur katholischen Seite von engagierten Leuten um 1960. Also die begeistert waren von den katholischen Arbeiterpriestern und Theologie der Befreiung, dem Zweiten Vatikanischen Konzil und anderen. Und die sind häufig übrigens dann weitergegangen und sind dann Mitglieder der Kommunistischen Partei geworden. Also man kann eine Reihe von Leuten aufzählen, auch im Literaturbetrieb, etwa Jack Kasunke oder andere. Und ich würde da schon sagen, also habituell, da gibt es große Unterschiede. Von denen wüsste ich auch in der Regel nicht, also dass da jemand dann schließlich zur SPD, aber Sie kennen wahrscheinlich viel mehr als ich, aber dass da jemand zur SPD irgendwie gegangen wäre. Also eher die SPD hatte Zustrom genau von diesen GVP-Leuten, also von den in den 50er Jahren den Nationalneutralisten, die also die Wiedervereinigung auf ihre Fahnen geschrieben haben, die insbesondere in pietistischen Gebieten sehr stark waren, im Siegerland und sonst wo, und die dann nach ihrer Erfolglosigkeit so peu à peu zur SPD gelangt sind und da auch ja zum Teil erstaunliche Karrieren gemacht haben. Wobei, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, ich würde auch sagen, dass auch bei diesen Leuten eine mentale Reserviertheit gegenüber dem, was Sozialdemokratie sozusagen im Mainstream war, auch geblieben ist. Also Heinemann war in dem Sinne kein traditioneller Sozialdemokrat, das hätte er sich auch verbeten, wahrgenommen zu werden. Aber das wäre vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, war das mit den Offizieren. Ich meinte damit nur eigentlich, dass diejenigen, die also von die mir jetzt im Kopfe waren, als die jungen Schriftsteller, Publizisten, die aus den Gefangenenlagern kamen und so weiter, das waren alles Leute, die sich eher so abgegrenzt haben, wie Sie ganz richtig sagten, einerseits von der jüngeren, indoktrinierten Hitlerjugend, mit der sie nichts mehr zu tun hatten. Ich hatte erwähnt, Böll hätte ja noch Hitlerjunge sein können, immerhin von 33 bis 36 oder sowas, hat das aber nicht gewollt. Aber die sich jedenfalls sozusagen doch als ein Segment irgendwie sehen, die in den Krieg gezwungen worden sind, die nicht, natürlich manche von denen sind vielleicht Unteroffiziere geworden, Gefreite und etwas drüber, Hauptmann vielleicht maximal, aber auch das auch wenig, also wenn man an Leute geht wie Anders und so weiter, die ja zum Teil auch ihre Dissertationserlebnisse hatten, wie Anders, der ja zu den Amerikanern übergelaufen ist, oder die zumindest eben hinterher auch sagten, wir waren völlig wir waren geistig von diesem, was da sich abspielte, waren wir meilenweit entfernt, was ja für Helmut Schmidt nicht gilt. Helmut Schmidt hat freimütig bekannt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass er daran geglaubt hat, bis eben 45. Diese Leute, die also jetzt diese, also man könnte noch aufzählen, Erich Kubi und einige
weitere, die hatten schon beansprucht für sich, dass sie nicht erst 1945 aufgewacht sind, sondern dass sie sozusagen ihre Haltung im Zweiten Weltkrieg schon gezeigt hätten. Was übrigens zeigt, also sowas wie Haltung oder so, ne? Es ist schon auch so in als Begrifflichkeit durchaus in dieser Generation drin. War noch eine dritte Frage, oder? Ja, genau. Ich wollte nochmal mein Erstaunen zum Ausdruck bringen über die Millionenauflage in der Sowjetunion, von der ich heute Abend erstmalig gehört habe. Denn diese Zeit des Tauwetters ist ja kein Jahrzehnt, sondern gerade mal ein halbes Jahrzehnt. Ne? Nach dem Tod Stalins, bis Chruschtschow im Sassel saß und das Ganze sozusagen in die Kultur durchschlug, hatten wir schon das Jahr 1955, und bis zum Ende der 50er Jahre bleiben dann nur noch fünf. Gab es da eine Erklärung dafür, ein Initiationserlebnis mit irgendeinem berühmten sowjetischen Schriftsteller, oder wie kam das zustande? Spaßesfrage am Rande: Wie hoch war die Auflage Bölls bis zu dem Zeitpunkt in seinem Heimatland? Also ich hab's nicht nachgezählt oder nachgerechnet. Ich würde mal sagen, die Sowjetunion hat fünfmal so viel Einwohner, und was dann nun unter die Leute gekommen ist, wie da die literarischen Marktverhältnisse genau waren, ehrlich gesagt bin ich nicht so besonders bewandert. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass eben ein Buch, was einmal erlaubt worden ist, in einer Zeit, wo sich die Literaturpolitik liberalisierte, dass das dann auch erlaubt blieb, weil es ja jetzt nicht irgendwie jetzt gegen dieses Regime gewesen wäre oder sonst etwas. Das konnte man ja rezipieren als, wie es hieß, antifaschistische Literatur, ganz fraglos. Und das ging dann auch noch weiter. Und insofern, ich würde sowieso sagen, also man kann sich wahrscheinlich diese sogenannte Tauwetter-Angelegenheit nicht so punktuell vorstellen. Also es ändert sich dann schon allmählich auch etwas, auch in Zeiten. Das gilt übrigens auch für die DDR, wo wir sagen würden, jetzt von den Einteilungen so, jetzt ist, was weiß ich, Kahlschlag-Plenum 1965, jetzt ist wieder ein ganz harter Kurs. Das hat diese Sachen nicht so besonders betroffen. Also das ging einfach dann auch so weiter. Was anderes ist, ob man eben halt in Zeiten der ideologisch besonderen Verhärtung, ob man da bestimmte Initiativen voranbrachte oder so, das war wahrscheinlich schwieriger. Aber ja, gut, aber ehrlich gesagt, ich kenne jetzt, also es kann sein, dass es Literatur dazu gibt. Ich bin kein Germanist und auch kein Slavist, aber Literaturwissenschaftler, wenn ich das recht sehe, haben sich damit auch noch nicht beschäftigt, aber ja, kenne nichts jedenfalls. So, ich sehe im Moment keine weiteren Wortmeldungen. Doch, Entschuldigung. Ich habe nur eine kleine Anmerkung, und zwar, Sie sagten, dass Böll in der DDR so früh erschienen ist. Wissen Sie, in welchem Verlag das war? War es im Union-Verlag oder war es im Aufbau? Jetzt haben Sie mich kalt erwischt, aber ich könnte es nachgucken. Nee. Es gibt ein Buch von Axel Frohn, das ist, glaube ich, im letzten Jahr erschienen, über die deutsch-deutschen Literaturverhältnisse. 400-500 Seiten, da hatte ich das draußen. Es kann entweder Volk und Wissen gewesen sein oder... Volk und Wissen ist kein Verlag für Bücher. Volk und Welt, nee, oder Rütten und Löning kann es auch gewesen sein, also... Ja. Aber nee, es kann auch Aufbau gewesen sein. Ich vermute, dass es der Union Verlag war, aber ich versuche mich zu erinnern an die Bücher und an die Verlagszeichen. Ja? Und der Union Verlag, das muss man völlig abtrennen, das gehörte irgendwie nicht zur DDR, das war ein kirchlicher Verlag. Aber da bin ich auch nicht, jetzt nicht so sicher. Ja? Und ich will einfach nur sagen, dass Böll in der DDR gar nicht so angekommen war. Es sind natürlich einige Bücher von ihm erschienen, ja. Aber ich habe mir in der Schule nicht gehört.
Nein, also nicht, dass es in die Lesebücher ist, der DDR eingegangen sind, das habe ich nicht behauptet. Nur, dass Bücher von ihm verlegt worden sind in der DDR. Und ich meine, das ist einfach auch in der Zeit, Sie müssen das überlegen, also zum Beispiel von Anna Segers werden die ersten Bücher in der Bundesrepublik auch zwischen 56 und 62 und so verlegt in Verlagen, Luchterhand zum Beispiel oder so. Ja. Und da gibt es auch dann Kompensationsgeschäfte sehr häufig zwischen Verlagen. Das ist sozusagen so eine eigene Materie. Aber wenn Sie ein gutes Buch darüber lesen wollen, also wie gesagt, Frohn, Anna Segers habe ich in der Schule durchgenommen, kein Problem. Ja, und das mit der Sowjetunion, das kann ich bestätigen, dass da viele Bücher von ihm sind. Ich bin in den 70er Jahren mehrfach da gewesen. Und da gab es auch welche, die in deutscher Sprache erschienen sind. Also, okay. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Nein. Gut, dann da hinten noch. Ja, Herr Schild, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, bei den Versuchen, Böll zu klassifizieren, was für ein Typ von Intellektueller war er, wie hätte er sich selber etikettiert, wie haben ihn möglicherweise andere gleichzeitig oder ex post etikettiert, kommt mir eigentlich in den Sinn, die für ein Schriftsteller der Generation doch extreme Langzeitwirkung, dass der also hohe Auflagen erzielt hat. Sie haben ja eine ganze Reihe von Leuten aus den 50ern genannt, aus der kulturellen Szene der 50er, die dann in den 60ern irgendwie dann verschwanden, spätestens mit 68. Und die heute eigentlich außer Spezialisten keiner mehr kennt. Mit Böll ist es eindeutig nicht so. Und selbst an einem Hamburger Jesuitengymnasium wurde Böll dann auch nochmal gelesen, obwohl er links war. Und die Taschenbuchauflagen bei DTV waren die ganze Zeit eigentlich sehr hoch. Und für mich ist eigentlich jetzt während dieses Vortrags die ganze Zeit der Gedanke gekommen, ob man Böll nicht möglicherweise als Typ des sogenannten Tricksters bezeichnen kann. Trickster als eine Figur, die sich in verschiedenen Richtungen sozusagen verändern und anpassen kann, natürlich auch dunkle Zonen verdecken kann und genau deswegen doch so eine Wirkung bis in die 80er Jahre hinein haben konnte, sowohl beim rezipierenden Publikum als auch seine Rolle unter Intellektuellen in den 50er Jahren im Hörfunk zu sein und in einer intellektuellen Zeitschrift was zu veröffentlichen, ist ja nochmal was anderes, als in den 80er Jahren in Mutlangen dabei zu sein. Und die Frage ist, ob man möglicherweise, wenn man jetzt so eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland schreibt, ob man mit so einem Typus wie Trickster möglicherweise Erklärungsstränge auch für die Mutationen findet, die sozusagen das Thema Bruch und Kontinuität in den jetzt 50 Jahren alter Bundesrepublik und das vielleicht auch schlüssig einfangen. Dankeschön. Also ich habe ja versucht, so ein bisschen zu skizzieren, dass das also aus diesem Nonkonformismus, dass ich das für den besten Begriff eigentlich halte, für die Haltung von oppositionellen Intellektuellen, weil so Linksintellektuelle oder so, das haut nicht ganz hin. Also für Böll überhaupt schon haut es nicht hin. Und dass die sich langsam politisieren und dass bei Böll sehr stark auch eben immer der Punkt ist, dass er sich gegen etwas auch ausspricht und engagiert und sozusagen seine eigene Grundhaltung, das ist eine moralische Grundhaltung, wo er einige feste Prinzipien auch hat, die er auch nicht aufgibt. Und das darf man wahrscheinlich nicht verwechseln damit, dass er einerseits, das war das mit dem vielleicht auch habituell nochmal, um da zurückzukehren, also sowas wie Fraktionierung oder sowas, das war ihm, glaube ich, irgendwie, das lag ihm nicht. Da hat er sich auch dann häufig entzogen. Also er, das, was da die anderen Granden der Gruppe 47, Peter Weiß und Günter Grass und
und Martin Walser und Enzensberger da gegeneinander ausgefochten hatten, damit wollte er eigentlich nicht so viel zu tun haben. Also darüber, da hat er sich auch drüber gestellt. Übrigens können Sie an den Leuten auch sehen, er ist auch nicht der Einzige jetzt von dem, was übrig geblieben ist. Also ich meine, Martin Walser, gut, der hat auch das Glück, dass er noch lebt und jedes Jahr einen Roman veröffentlichen kann. Aber auch Günter Grass ist natürlich immer noch auch präsent sozusagen in den Schulen. Lenz auch. Also da gibt es schon noch ein paar. Aber zu diesen gehört er. Also so würde ich sagen, also er ist nicht der Einzige, aber er ist einer von den vielleicht 5 oder 10 Leuten, die in den 50er, 60er Jahren geschrieben haben, von denen noch was geblieben ist. Ja gut, ich meine, wenn wir jetzt weiter drüber nachdenken, fällt uns natürlich auch Ingeborg Bachmann und da fallen uns noch einige schon mehr ein. Nur, also zu denen gehört er auch. Und das ist ja vielleicht ein Hinweis darauf, dass er eben in dem Sinne, eben gerade weil es relativ einfache moralische Prinzipien sind, auf die er immer wieder hinweist, dass die ja nicht besonders nur dezidiert zeitgenössisch für 5 oder 6 Jahre gelten, sondern dass die etwas längeren Wirkungsdauer auf jeden Fall haben. Ich will da nicht von epochal sprechen oder so, aber schon etwas länger wirken. Ja, vielen Dank. Was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Reich-Ranitzky-Zitat, dass er sozusagen als moralische Instanz propagiert wurde und eben nicht als Literat. Das fand ich ganz interessant. Guck noch mal jetzt genauer. So, ich glaube, wir sind aber jetzt an einem Punkt, wo wir die öffentliche Debatte hier zu Ende bringen. Ich habe noch 2 Hinweise, bevor ich Axel Schild noch mal ausdrücklich danke, auch für die angeregte Diskussion. Und freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns waren und vielleicht können wir auch noch mal drüber reden, da was zu verstetigen. Apropos verstetigen, 2 Hinweise noch. Ich habe vorhin schon mal die Aktivitäten kurz erwähnt zum 100-jährigen Jubiläum. Es wird in diesem Jahr auch eine Böll-Biografie erscheinen, ja, von Jochen Schubert in Köln, der auch dem Kölner Archiv verbunden ist. Und die zweite Ansage ist, dass wir mit dieser Reihe fortfahren. Zwar die nächste Veranstaltung ist am 18. Mai. Da wird es um Dissidenten gehen, um Bölls Engagement für literarische Dissidenten. Und dieses Thema bietet sich ja heute auch an, es in gewisser Weise auch zu aktualisieren. Es wird auf jeden Fall Görki Dalos da sein. Der hat bereits zugesagt und es wird auf jeden Fall wieder ein interessanter Vortrag beziehungsweise auch ein Gespräch werden. Und Sie sind auch dazu herzlich eingeladen hier in unseren Räumen. Vielen herzlichen Dank.